Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Law Coach. Law, the Law of Attraction. Das Gesetz der Anziehung, was du mit deinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen aussendest, das ziehst du in ähnlicher Form magnetisch an. Erkenne dich selbst, nicht nur in deiner Wohnung. Erkenne dich selbst auch außerhalb deiner Wohnung. Deine Alltagserfahrungen haben immer mit dir selbst zu tun, mit deinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Solange du das nicht begreifst und an deinen eigenen Gedanken und Gefühlen und Überzeugungen arbeitest, wirst du immer wieder in dieselben Situationen kommen, wirst du immer wieder einen Partner magnetisch anziehen, der dich betrügt, wirst du immer wieder Geschäfte machen, wo dich Leute bescheißen, wirst du immer wieder Krankheiten bekommen, die ähnlich sind. Solange du dieses Aha-Erlebnis nicht hast, du erkennst, dass deine eigenen Bewusstseinsinhalte die Matrix für deine alltäglichen Lebenserfahrungen ist, solange bist du wie ein Blatt im Wind, das ferngesteuert herumfliegt und an Zufälle und Glück glaubt und an Unglück und an Opfer und an Täter. Ich habe zum Beispiel gestern mit jemandem geredet, der vor 3 Wochen als Beifahrer abgeschossen wurde auf der Straße. Er hat es gerade noch aus dem brennenden Auto geschafft und die Fahrerin aus dem Auto gezerrt und hat gejammert über seine Rippen, die er gebrochen hat. Es ist natürlich schwer, da die Zusammenhänge zu erkennen, aber dieser Mann hat schon seit Jahren führt er Prozesse mit den Behörden. Und ich habe ihm gesagt, dieser Unfall hat mit deinen eigenen Gedanken zu tun. Du pushst seit Jahren gegen Dinge an. Und gegen etwas pushen erzeugt Gegenwehr. Also pushen erzeugt Gegenpushen und pushen erzeugt Gegenpushen. Seit Jahren macht er mental dieses Spiel. Und so ist ein Autounfall fast schon ein logisches Ereignis, wenn du jahrelang pusht gegen andere Menschen und gegen Situationen und ständig vor Gericht gehst, dann ziehst du Unfälle magnetisch an. Doch den Mann, den ich das versucht habe zu erklären, der hat gesagt, na, so einen Schwachsinn habe ich überhaupt noch nicht gehört. Aber an was glauben Menschen eigentlich? Sie glauben an Zufälle und Unglück und bringen sich da eigentlich voll in eine verantwortungslose Opferposition. Nur wie willst du dein Leben je in den Griff bekommen, wenn du es aus einer verantwortungslosen Opferposition aus betrachtest? Die meisten Menschen betrachten ihre Realität aus einer Position der verantwortungslosen Opferposition. Das hat nichts mit mir zu tun und aber deine persönlichen Erfahrungen haben immer mit deinen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen zu tun. Solange du das nicht akzeptierst, kannst du dein Leben nicht steuern. Wenn du glaubst,
dass andere Menschen dein eigenes Leben steuern und dir Unglück bringen können und Unfälle bringen können und Streitigkeiten bringen können, dann hast du nicht wirklich begriffen, wie das Universum funktioniert. Du bist der mächtigste Magnet. Du ziehst die Ereignisse deines Alltags an. Du ziehst es an mit dem, was du aussendest. Deine Bewusstseinsinhalte sind wie ein Sender, der aussendet, wie ein Radiosender, wie ein Fernsehsender. Und entsprechende Ereignisse, die auf diese Frequenz eingestellt sind, Menschen, die auf diese Frequenz andocken können, kommen in deinen Erfahrungsbereich. Und Menschen, die da nicht andocken können, kommen nicht in deinen Erfahrungsbereich. Ereignisse, die daran nicht andocken können, kommen nicht in deinen Erfahrungsbereich. Wenn du entspannt bist und fröhlich bist, dann bist du nicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dieser Geisterfahrer oder dieser Verwirrte auf der Kreuzung, der wird dich nicht abschießen. Es gehören immer zwei dazu. Du als Aussender und jemand, der auf das, was du aussendest, reagiert. Du bist Schöpfer deiner persönlichen Realität. Übernehme die Verantwortung für deine Bewusstseinsinhalte, denn sie sind die Matrix für dein persönliches Leben und Erleben. Solange du das nicht akzeptierst, bekommst du dein Leben nicht in den Griff. Wie lange willst du noch ein verantwortungsloses Opfer spielen? Das sagt dir, der war schuld und der war schuld und das Unglück war schuld und das war schuld. Du kannst das dein ganzes Leben spielen, aber du wirst nie dein Leben in den Griff bekommen, wenn du nicht bei dir selbst beginnst, deine Bewusstseinsinhalte analysierst, auf deine eigenen Gefühle achtest, deine Überzeugungen betrachtest und erkennst, dass deine Überzeugungen sich in deiner Alltagsrealität widerspiegeln. Melde dich bei mir, ich coache dich gerne. Ciao.